Anfang möchte ich kurz über die Sari reden. Ein Sari ist ein Stück Stoff, das weder geschnitten noch genäht wird. Es gibt ihn in unterschiedlichen Längen, Farben, Designs und Stoffqualitäten. Er variiert zwischen 4,5 und 8,7 Meter Länge, wird locker gewickelt, geschlungen und in Falten gelegt. Hier sieht man traditionelle Saris, die aus Seide gemacht werden, und die trägt man normalerweise für Festen wie eine Hochzeit oder zum Beispiel auch Diwali. Saris können abhängig von den verschiedenen Regionen Indiens auf die unterschiedlichste Art und Weise drapiert werden. Hier sieht man ein weißes Sari aus Kerala mit Baumwolle gemacht. Das Gewebe wird bedruckt und bemalt mit Kaskaden von faszinierenden Farben. Und es war so, Anfang des 20. Jahrhunderts befallen die wohlhabenden Inderinnen westliche Bekleidungselemente, Blusen und schmale Unterröcke zu adaptieren. Das war notwendig, in die Mode zu kommen und dran. Sari spielen eine bedeutende Rolle im Kunsthandwerk und in Kultur des Indien. Hier sieht man, wie man ein Sari sozusagen trägt. Die Farben der Saris haben bestimmte Bedeutung für bestimmte Anlässe. Weiß ist Farbe der Trauer und der Witwen. Rot ist Farbe der Emotionen, Sexualität und Fruchtbarkeit. Rotfarbige Saris werden auch von Brauten der unterschiedlichen Kasten bei der Hochzeitszeremonie getragen. Grün war eine der Farben der Händler, heute steht sie für den Islam. Das hier zum Beispiel ist eine südindische Art, wie man ein Sari trägt. Und das zum Beispiel ist 8,7 Meter Länge. Aus Westbengalen wird wieder in eine andere Art und Weise gewickelt. Gujarat zum Beispiel sieht man das auch, dass es ein bisschen anders ist, wo der Kopf auch bedeckt ist. Gut, jetzt gehen wir weiter mit unserer Modeschau. Viel Spaß dabei. Thank you.